Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Heute wollte ich mal mit euch die nice Kirche fertig bauen. Beziehungsweise die Inneneinrichtung. Aber bevor das Video losgeht, lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut doch gerne auf meinem Discord vorbei. Und wenn ihr mal mit mir zocken möchtet, der zweite Link in der Videobeschreibung. Und los geht's mit diesem Video. Yeah! So, erstmal ab geht's zur Kirche. Krasser Flug. Wenn ihr euch wundert, warum meine Tools wieder voll sind, das liegt daran, dass ich eben wieder an der XP-Farm war. Und deswegen geht's hier erstmal rein. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, ja, da haben wir halt die Fassade gebaut. Hier, das und so. Das Glas ist mir erst später eingefallen. Aber als allererstes braucht ihr diese Blöcke hier. Ich habe mir jetzt auch ein Bild zur Hilfe genommen. Aber als allererstes mit dem Braustein natürlich, weil hier ja ein Geistlicher drin wohnt. Will ich hier so einen, das ist leider nicht symmetrisch, deswegen müssen wir so es so bauen. Oder der Tisch, das kann auch sein, wird den ganzen Raum hier beziehen. Am besten wird es so sein, dass es hier einmal zack, zack, Stufen hierauf schnell genommen, Stufen und hier so rein. Hier steht dann der Pfarrer, Braustand hier in die Ecke, komm, vielleicht nimmt den sogar jetzt schon einer an. Bett muss nicht sein und hier noch so ein großflächiges, das bitte schön, nur es muss hier in die Mitte. Das nicht. Und wir sehen uns wieder, wenn ich das richtige Bild gefunden habe. Leute, ich habe das richtige Bild gefunden, dieses Jesus-Bild. Und hier an die Seite einmal Bücherregale. Einfach zum Design. Hier kann man auch mal so einen Stapel Bücherregale hinstellen. Oh, Höhlensounds. Und natürlich müssen Leute hier auch nicht in der Kirche fehlen. Etwas Abstand, weil es ist ja der Pfarrer. Nicht, dass sie jetzt denkt, ich würde mich für Kirche interessieren, aber hier einfach eine Kirche, die muss in ein Dorf. Ich werde auch diese Glocke hier beim Brunnen mal abbauen und sie hier rein frachten, damit hier zum Beispiel so Gottesdienst in Anführungszeichen. Und hier auch. Dann kann es. Das ist jetzt etwas mies. Aber das ist quasi der Eingang. Der Eingang kann auch etwas beschmückt sein. Und auch edel natürlich wirken. Scharf. Dich hat niemand gefragt. Zum Beispiel mit einem Wasserbrunnen. Muss nicht sein. Aber. Kann sein, muss aber nicht. Hierhin. Zack. Hier. Und ist das gleiche Höhe? Bruh, ist nicht gleiche Höhe. So. Nein, es funktioniert anscheinend nicht, wie ich es mir gedacht habe. Kann ich es ja eins tiefer machen. Das nervt. So. So, Hölle. Endlich fertig. Was ist jetzt los? Boah, okay. Okay, das ist nervig. Das lassen wir erstmal. Aber natürlich altmodisch
die werten Fackeln. Symmetrie muss auch da sein. Zack, zack. Gleiche Höhe. Ja, perfekt. Und alles ist ausgeleuchtet. So wäre die Inneneinrichtung auch schon fast fertig. Wäre da nicht doch die eine Sache, dass ich bücherregalsüchtig bin. Bücherregal, boah, das sieht jetzt falsch aus. Wieso wollen jetzt alle Tiere in die Kirche? Das ist eine Tiere für Menschen. Eine Kirche für Menschen. So, fertig. Schon ist die Kirche ganz entspannt eingerichtet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns im nächsten Video.